Hey und willkommen zu einer neuen Folge Raw. Servus Leute, nochmal. Mit dabei ist die Rami. Und wer ist Hallo. das, der hier schon wieder am Boden liegt? Er wollte mir meinen Hey, Schuh ja. klauen Hallo. und hat ihn mit Erde voll gemacht. Guck, mein Schuh. Okay, verstehe. Also Nein, Mann. ab Das mit ist mein ihm, Schuh. also über die Planke mit ihm. Ja, er hat mir meinen Schuh geklaut. Let's. Juhu. Dann beleben wir Oh. mal wieder. Dankeschön. Verdammt. So. So, Oh. Was hast du denn in der Lektion gelernt, mir nicht mehr den Schuh zu klauen, der voll mit Erde ist, den ich gerade geangelt habe? Habt ihr vielleicht Ja. Essen? Ja, in der Truhe da hinten sind ein paar Fische, die gebraten sind. Was machen wir jetzt genau? Was habt ihr geplant? Auf in die Insel. Auf Ja, die auf Insel. in die Insel. Übrigens, ich habe eine Schaufel gemacht, damit wir Erde bekommen, damit wir mal ein paar Tiere hier ranholen können. Wo Welche? sind die gebraten? Wo sind die gebratenen Fische? In der Truhe. Das sind keine, das sind Rohe drin. Das Hast sind auch du wahrscheinlich wieder gebratene. aufgefuttert? Hä? Da Ja, waren auch gebratene drin. ich bin gerade am Sterben, deswegen. Ich genauso. Hier, Ich würde da gebe sagen, ich dir einen Teil von mir. ich würde einfach sagen, was Prinzip hier was. Er hat den Ah, ich Fische war's. geklaut. Bin der Wie? Ja. Allerschlimmste Immer. hier. Warten auf dich. Ich warte nur, dass wir dich von Bord schmeißen. Na, Spaß so. Ja. Wir müssen doch eine Planke bauen, also ganz wichtig. Vorher. Was mit der Planke? Ja, sieh damit was. Das muss richtig machen, wie bei den Piraten mit der Planke. So, ihr beiden, kommt auf die Insel. Was gibt's denn Ah. da Schönes? Sehr viel tolles Zeug. Auf der Insel gibt es nur das gute Zeug. Hier am Spieß, oder? Nein, hier auf Spie ihrem Spieß. Im Im Spieß. 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 Also, Oh, schön. ich glaube, es fängt schon wieder gut an. Ja. Waren wir auf der Insel nicht schon? Nein. Ich glaube, hier mal aufgehört. Wir haben ja Also, aufgehört. okay, können wir. Ich bin übrigens auch ein bisschen weit, weil ihr ja so lange gelabert habt, bin ich auch bei der Insel rumgefahren, damit wir an den Strand kommen und besser draufgehen können. Alles okay, Teddybär? Ja. Wer wird denn von euch gerade vom Wildschwein gejagt? Jetzt bin Ich? ich gejagt! Ich nicht. Ich Ich bin auch ganz nicht. oben. Ja, jetzt bin ich gejagt. Ich habe vorhin gemeint, Ach den so, ich glaub. eigentlich retten wollte und er mich jetzt alleine lässt. Ich glaub, hier Ich wo. Dann war es weiß gar nicht mehr, ich nicht. weiß nicht mal, wo du bist. Kann ja das, was hier war, bei mir war nie ich. Also. War bei dir ein Warzenschwein? Ich war ganz oben. Was Ja, war du da bei warst dir ja unten? ganz da oben. Das wollte ich angreifen. Da wollte So. ich dich retten und dann bist du weitergelaufen. Aber ich habe die gar nicht gesehen. Ja. Ja, kommt, Jungs. Ja, wir haben's. Ja. Weg ist er. Jawohl. Kann man wer das Essen mitnehmen? Dort ist nämlich eine Höhle da oben. Irgendwo ist da eine Höhle. Weil in die Höhle möchte ich unbedingt gehen, weil ich die Schaufel habe. Wenn wer irgendeine Höhle oder so findet, sagt mir Bescheid. Machst du eigentlich ganz oben oder so mittig? Ich bin so. So. Hast du eine? Ja, ich bin in der Höhle. Und wo ist die? Ah, ich seh's. Hier bei mir. So. Ja, ich seh's. Da kannst du es ausbuddeln. Oh, da ist auch der Vogel auch dabei.
Ja, der Vogel ist natürlich auch wieder am Start. Hier gibt's nichts Ruhe. Nein. Hier geht's aber Schmutz. Schmutz ist sehr wichtig gerade für uns. Schmutz. Es muss aber noch irgendwo eine Höhle geben. Ich glaube, eine war, glaube ich, unten so knapp unter Wasser. War auch ja, eine. Das sind wir ja gerade. Hilfe. Hier können wir halt sehr gut Holz mal holen. Das stimmt. Wieso bleiben wir nicht einfach auf der Insel, oder? Lass uns einfach auf der Insel irgendwas bauen. Möglich, ich glaube, irgendwann hast du ja nichts mehr. Ja, stimmt. Nur weil das Spiel Warft heißt, heißt nicht, dass wir dann Warft durchfahren müssen. Wir können auch einfach auf der Insel bleiben. Ist auch okay. Keine gute Idee? Ah ja, nicht so. Nein. Nee, nee. Hast du euch einen Grenzbogen? Ja, ich. Komm. Na, weil ich kriege ein bisschen Stress. Ah, ist auch Stress. Okay. Ja, weil du nämlich bei uns in der Nähe bist. Dann ist ja gut. Nein, das ist nicht gut. Ja, doch, doch. Nee, nee. Meine Axt ist gerade kaputt gegangen. Also theoretisch könnte ich versuchen, ihn zu töten. Oder droppt auch seinen Kopf. Soll ich mal versuchen? Ich habe den bis jetzt noch nie getötet. Ja, probieren. Hol ich seinen Kopf. Probier's. Ja, könntet ihr euch auch einen Bogen machen? Dann könnt ihr mir eventuell helfen. Wird gerade so schwer. Wenn wir noch genug dafür haben. Ich habe im Moment gar nicht genug dafür, so. Taber, dann bleib wenigstens immer in der Nähe. Wenn ich jetzt Vieh probiere zu töten. Wollte ich gerade zum Fluss gehen. Einmal habe ich ihn getroffen. Ich weiß nicht, wie viel Pfeile er aushält. Musst du ausprobieren. Ach, ich verfehle die ganze Zeit. Nicht so gut. Oh. Sag mal, ist irgendwer von euch unterm Fels? Unterm was? Unterm Felsen? Nee, ich bin mal im Rauch wieder zurück. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal für euch beiden auch Bögen zu kriegen und versuchen den Vogel zu töten. Oh, komm mal. Habt ihr Ressourcen für den Bogen? Nicht ausreichend. Was braucht man alles nochmal? Mir fehlen 2 Planken, 3 Seile und ein. Das ist ein grüner Stein da, was das ist, Kletter, irgendwas. Ich hätte gerne eine AK. Eine AK. Da gibt es ja ein Motto so. Weiß ich schon. Aber jetzt schon? Du kannst ja auch eine AK craften, aber ich weiß, weil es ein Mod-Item ist, will ich nicht zu 100% garantieren, dass du ihn noch damit tot kriegst. Aber nicht nämlich Hero. Das ist auch okay. Ich glaube nicht, dass du Hero so weit hochwerfen kannst. Glaube ich auch nicht. Warum hochwerfen? Zum Vogel hochwerfen. Hä? Hier. Ich verstehe sogar die Logik nicht davon, aber ja. Ja, wie willst du denn einen Vogel mit Hio töten? Ich meinte, dann töte ich halt statt ein Vogel Hero. Da, K. So,
was beim Vogel nicht glaubt. Ja, danke. Immer wieder. Wieder. Da habe ich auch einen Bogen. Ja, schön. Und hier ist auch ein Tintenfisch. Mein Bauch muss zum. Ist das der Dios-Tentakel? Ich habe den Hai getötet. Nice. Nochmal. Ist das der Dios-Tentakel? Nein. Schade. Ist Patrick. Was? Hier ist Patrick. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Mayonnaise? Ein Tintenfisch hat mich gerade gehört. Ja, SpongeBob-Witz. Mhm. Nein. Ist das. Das ist kein Instrument. Und würdet ihr mich vielleicht retten? Bist denn so? Wo liegst du denn? In der Nähe vom Floß. Da wollte ich einen Kugelfisch töten, aber er ist explodiert. Links oder rechts? Fischschwarm ist. Ach, ich seh dich. Ich seh dich, hol dich gleich. So. Eingesammelt. Sehr schön. So, wenigstens hab ich uns jetzt gutes Essen besorgt. Nein, komm noch eher. Haifleisch. Ja. Komm. Nehmen wir eigentlich bloß noch die Pfeile. Was kosten die denn? Welle. Auf jeden Fall. Planken fehlen noch. Hallo. Ja. Ja. Oh. Brauchst du Hilfe? Nein, wir haben ein kleines Problem, deswegen. Und was hast du für ein Problem? Ich habe mir was gecraftet. Mhm. Okay. Ja, ja, das packt jetzt in unserem Boden drin. Und wo? Irgendwo hier, wo ich drunter bin. Hier ist packt, also packt jetzt den Karton drin. Danke, hab's. Und was war's? Metallaxt. Oh Mann. Natürlich. Eine frisch gecraftete Metallaxt ist mir mal durch den Boden gewachsen. Teddybär? So was ist immer schon, ja. Ich, weißt du was? Weil ich immer so eine liebe Freundin bin. Oder? Ja. Kriegst du einen Bogen von mir. Okay, dann geh. Ich sogar auch Pfeile hier. Hier oder habe ich dir auch Items gegeben, damit du den Bogen machen kannst. Jetzt helfe ich auch noch den guten. Mhm. Damit wir den Vogel töten können. Und wenn wir den hast du auch einen coolen. Hast du auch einen guten Titel. Wenn wir den besiegen. Dann hast du auch einen guten Titel. Ich verhungere schon wieder, Mensch. Ich habe jetzt schon wieder den Titel, einen guten. Also. Kein Vogel in den Titel. Nein, weißt du, wie ich den Titel nenne? Wie? Ganz einfach. Die Geschichten aus dem Irrenhaus. Also. Na gut. Geht auch. Alle gut, Jungs. Vogel! Attack. Attack. Genau. Attack. Fingertips. Die Sendung ist so cool, also die war cool. Früher. Wo sie dir ba. Nein, das ist so eine Serie gewesen, so Fingertips. Da haben sie so gebastelt in den Serien. Ach so, ja, das kenne ich ja. Und keiner weiß aber, woher sie diesen Kleber wieder oben haben. Ja, das ist eine Frage, das ist. Dieser weiße Bastelkleber. Ich habe niemals beantwortet bekommen. Was? Auch wenn Holzleim sieht eigentlich so ähnlich aus wie der Bastelkleber. Wahrscheinlich ist irgend so ein Kleber vom nächsten billigen Baumarkt.
Ein Felsenbaum. Ach, scheiße, wie hieß mein Name so? Ich schätze, dass es Mayonnaise. Einfach Mayonnaise. Nimm doch auch mal Senf mit. Seid ihr bei mir auf der Insel? Einfach Senf, genau. Noch gerade noch nicht so. Dann also kommt! Ich schon. Muss halt wahrscheinlich noch nicht. Teddybär auf. Ich wollte eigentlich gerade noch Fisch auf den Grill legen und braten. Ja, okay, aber wir kämpfen jetzt gegen einen riesigen Vogel. Was brauchst du, das umbringen will? Ja, dann stirbt schon mal. Ich lasse den Vorrang. Nein, das ist deine Folge. Alles klar. Kommst. Ja, ich möchte nicht sterben. Wieso nicht? So. Lass ich euch im Vortritt. Teddybär. Da kommt der Vogel. Ich bin eh schon am Weg. Ja, komm. Haben wir die Ladies nicht allein lassen? Hero lacht, also. Ich habe jetzt sogar als Frau bezeichnet, aber er lacht. Wie seid ihr das? Ja, wir machen uns gerade bereit für den Angriff. Ja, wo seid ihr hier nochmals? Ganz oben. Ja. Ah, seh schon. In am Weg, ich komm ja schon. Ja, aber nur im Kreis. Ich sehe euch bald. Wo bist denn du? Hinter dir! Ihr wollt jetzt hoch, oder wie? Ich gehört. Ja, ja. Ist ein ganz einfacher Weg, so. Ja, ganz einfach. Einfach so rüber banken. Also ich glaube auch gar nicht, dass es so gewollt ist. Also, ist es glaube ich auch nicht so. Aber ja, muss keiner wissen. Wurscht. Also Zuschauer, ihr müsst leise sein. Wie so ein Kindertheater. Ihr müsst leise sein, meine Kinder. Kasper grüßt. Na, Teddybär! Vogel! Au! Er hat einen Stein auf den Schädel geschlagen. Und ich habe ihn getroffen einmal. Verstehe ich. Ich schätze, dass er circa 20 Schüsse braucht. Wirklich. Also. Oh. Ich hätte dich getroffen. Aua! Aber irgendwie zieht er nur auf dich. Ja, wir müssen auch gut sein und treffen. Und nochmal erwischt. Ich habe gerade diese Scheibe da getroffen, also. Was hast du getroffen? Dieser Satellitenschüssel, ich muss ich getroffen. Upsi. Was für eine Satellitenschüssel? Ja, die mit dem Häuschen hier steht. Aliens oder was? Immer. Ich funke Seelen an, hast du gewusst? Ah. Aua. Das ist das Radio Alien Radio, das ist der Alienfunk. Das war mein letzter Schuss. Hier, wo bist du? Unter dir. Oh. Ich bin hier. Danke. Ich bin für einen taktischen Rückzug. Was sagt ihr? Nein. Du willst eine Niederlage akzeptieren? Du? Taktischer Rückzug ist nicht gleich Niederlage. Taktischer Rückzug ist taktisch manchmal sogar gescheit. Du gibst ja nicht auf. Du ziehst dich vielleicht nur zurück, dass du vielleicht eine bessere Position hast. Mhm. Oder taktisch verhungern gibt's auch. Voll. So. Ich habe nicht getroffen. Alles kann taktisch sein. Ich wurde erwischt. Aber mein Sohn ihm kann alles taktisch sein. Achso, Hio liegt am Boden. Ja, wurde erwischt. Okay, taktischer Rückzug. Einmal. Wie das aussieht.
Mit Buggy. Ich bin auch tot. Ich bin im Werk unterkühlt. Nein. Und hab Schaden bekommen. ich sehe gerade, wie du liegst. Hero liegt auch. Hero steht da einfach so. Kannst du beide gleichzeitig nehmen? Nein. Ich glaube, das geht nicht. Wie das gerade aus. Und hat er mich in der Luft getroffen? So Leute, wir müssen Rettungsaktion. Sanitäter darf es kommt. Also, ich höre mich gar nicht so an, als würde was ganz schlecht gehen. Erst, ich wusste gar nicht, dass mein Hauptberuf Sanitäter ist. Jetzt auch nicht. Medic. Oh Mann. Von nebenbei. Bitte, dass kein Heil kommt. Die Sicht hättet ihr sehen sollen. Ich sagte beten! Ist ja gut. Kommt schon keine. Na doch, du schwimmst ja noch. Ach Gott. Mit wem bin ich hier zusammen? Da hab ich da gerade gerettet, aber egal. Immer übrigens für Spaß, gell? Ja, das ja. Weißt du. Oder? Immer, ja, ja. Da haltet du schon wieder unser Floß abbeißen. Ja, aber darum kann man es nur nicht so schlimm. Teddybär, du müsstest jetzt Theo retten. Warum ich? Jetzt, was ich tu mache? Doch, bin verwundert. Aber ich gehe ja, ich hole ihn ja schon. Kannst du mir wenigstens einen Gefallen tun? Und was? Während ich ihn hole, dass du mal mit Schiff näher hinfasst. Okay. Weil dann können wir gleich weiterfahren. Ich will auch weiterfahren, also. Ja, aber wollte ich den Vogel. Okay, dann töten wir den. Es gibt ja genug Inseln mit denen. Aber ich würde zu nebenbei sagen, dass es das mal der nächste weiter aufmacht, weiter aufnimmt. Weil die Folge ist bei mir schon vorbei. Ja, aber dann wäre viel erst, wenn du noch die Rettung. Warum? Na, Spannung bis zum Schluss. Ja. Es ist ja langweilig, Hero zu retten. Also, da ist ja nichts Großartiges. Hero, du weißt, dass es einen Spaß macht, oder? Natürlich. Hilfe! Ich stecke ja im Stuhl fest! Ich kann nicht mehr Arme aufstehen! Hilfe! Du möchtest ja ganz gemütlich gerade. Komm, ja. Mich schön zurücklegen. Und du wüsstest, wie du auch dort stehst, also. Naja. Ich renne einfach auf der Wand. Eine Seefahrt, die ist lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtige Richtung fahre, egal. Eine Seefahrt, die ist lustig. Ich bin allein auf dem Floß. Das macht so krass Spaß. Da wieder. Alleine auf dem Floß. Das ist doch wunderbar. Dam da di da. Dam da da. Jetzt sag ich es aber zu langweilig. Wie lange braucht ihr? Daraus schneide ich einen Remix. Alleine auf ein Floß. Das ist doch wunderbar. Das schneide ich mir raus. Ein wunderschöner Tag. Alleine auf ein Floß. Ohne die Jungs. Ganz allein. Und da sind sie, die zwei. Dum, da, dum, da. Tauchmanöver. Da, da. Alleine auf ein Floß. Ich bin allein, weiß nicht, wo der Hai ist. Ich hoffe, der beißt mich nicht. Ich hoffe, der beißt mich gleich. Hat er halt einen Knospen beraten. Was? Hey!
Und das sind die Überfallskommando! Das ist doch sowas von klar. Sie lassen mich nicht alleine. Das ist, nur, das ist ein Überfall. Überfall. Hände hoch. Tschüss. Hiermit beenden wir die Folge, würde ich sagen. Ciao.